Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Whispered World. Ja, in der letzten Folge sind wir ja zu den guten Molochai gekommen und ja, haben das Rätsel mal übersprungen. Kann man die Lampe ausmachen hier? Oder? Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Ah, cool. Konnten die Lampe nehmen, okay. Töpfe. Molochai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Ja, können wir den Topf mitnehmen? Kann ich mir einen von deinen Töpfen mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Außer die Kerze, die konntest du entbehren. Ja gut, die Töpfe ist genau dasselbe. Gläser haben wir hier noch und ein Bett. Ja gut. Wir gehen mal nach draußen. Und gehen mal in den Wald. Mal schauen, was uns da erwartet. Ach hier, Jacki, oh, nicht so der so knuffig. Oh, sind die knuffig. Oh, sind die knuffig. Molochai sagte etwas von 5 Jackis. Wo sind nur die anderen beiden? Einer war im Schrank. Den habt man ja schon rausgelassen. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Kalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Ja, das kriegt man irgendwie schon hin. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer... Ich müsste sie... Aber wie? Ja, das wissen wir jetzt. Wir machen jetzt mal die Lichter aus. Molochai hat ja gesagt, er macht jetzt die Lichter nicht mehr an. Es ist hier schlimm, so eine Kerze zu treffen. Ja, wir machen die jetzt mal alle aus und schauen mal, ob die guten Tierchen mit nach vorne kommen. Zack. Hier noch einmal pusten. Jetzt dürfen wir das Ganze bis vorne bestimmt nochmal selber machen. Ah, da ist ein Jacki. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Na, da ist noch ein Jacki. Oh, schön. Na komm, dann machen wir jetzt oben noch ein bisschen das Licht aus. Und dann dürfte auch mitkommen. So. Zack, gehen wir hier durch. Hier sind die Lampen aus. Sind sie auch noch aus? Oh, sehr schön. Sehr gut. Na, ich denke mal, vorne sind sie bestimmt wieder an. Da müssen wir jetzt nochmal vorgehen und nochmal die Lampen oder die Kerzen besser gesagt ausmachen. In der Hoffnung, dass dann die Jackis mit vorkommen. Zack. Genau, hier müssen wir sie noch ausmachen. Und die noch. Gehen wir nochmal vor und machen die Kerzen noch aus. Hier. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Mama. Trollig. So, ausmachen nochmal und dann... Gute Nacht, Mama. Kommen die jetzt hier vor? Hallo, Jackis. Freunde. Wollt ihr? So, was haben wir denn eigentlich in unserem Inventar? Die Kerze? Ja, gut. Gehen wir hier hoch nochmal. Und schauen einfach nochmal, ob wir die Jackis hier jetzt irgendwie durchbekommen. Zack. Ja,
Licht ist aus, los geht vor. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Feuerstein, können wir damit Nein, Kerze anmachen? Ich lasse die Kerze lieber heil. Kerze und dann Jack, Fass, Fass, ja, Fass. Die Kerze auf das Fass? Damit kann ich hier nichts ausrichten. Seltsam, wo ist dieser Jacki hin? Der ist da unten jetzt. Hm. Komm, Jacki, Jacki, Jacki. Hm. Jacki, 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 Jacki. Schön. Reden wir mit dem Pfosten. Durchgang verboten. Zutritt untersagt. Kein Schritt weiter. Sperrgebiet. Draußen bleiben. Jacki-Gebiet. Ja, wir gehen nochmal schauen, ob vielleicht die Jackis jetzt mal vorgekommen sind mittlerweile. Ne, die liegen hier noch doof rum. Können wir mit Spot was anrichten? Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Hm, sie scheinen sich nicht für dich zu interessieren. Was bist du nur für ein Langweiler? Feuer? Feuer, Spot hier? Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Hm, sie scheinen sich nicht für dich zu interessieren. Was bist du nur für ein Langweiler? Naja. Und der dicke Spot? Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Hm, sie scheinen sich nicht für dich zu interessieren. Was bist du? Okay, also das klappt nicht. Wie kriegen wir die jetzt davor? Maus? Die Jackis haben auch Nagezähne. Nagevögel. Hm, wo gibt es denn sowas? Was ist da los? Zettel. Wir haben ja hier die Noten. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Wir haben jetzt hier die Noten. Was kann man damit machen? Taktstock. Sie hier zum Singen zu bringen, würde gar nichts nutzen. Man hat sie ja extra hierher verbannt, damit sie Kalida nicht wecken. Irgendwie muss ich sie auf den vorderen Teil der Insel locken. Aber wie? Na, gute Frage. Wie kriegen wir die jetzt davor? Perle? Ich behalte die Perle lieber als Andenken bei mir. Sie war der erste Coup in meiner Karriere als Langfinger. Oder müssen wir den anderen Jacki noch befreien, der vorne auf der Insel ist? Ich denke, da wird einer unter dem Bett sein von dem guten Herrn. Gehen einfach mal nochmal hoch. Und schauen mal, ob wir da vielleicht den letzten Jacki finden. Wir haben ja jetzt 1, 2, 3, 4. Das wäre dann wahrscheinlich der fünfte, der fehlt. Und da hoffen wir mal, dass das uns irgendwo weiterbringt, beziehungsweise dass wir das irgendwie machen können. Wir gehen mal durch die Leiter rein. Ja, die soll jetzt durch die Leiter reingehen, Mann. So, Hund ist noch verbunden, die Augen, gut. Ja, ja, klar. Komm mal her, hier. Spotty, wir machen da mal ein bisschen Feuer und im Arsch. Dann nehmen wir mal die Kerze und machen es mal an dir an. Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Vielleicht kann ich mit der Kerze das Quietschen besser orten. Aber wo befestige ich sie, damit sie nicht umkippt? Hier, Nagel. Daran kannst du befestigen. Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. So, Spot hier. Kerze. Und los geht's, Spot. Da geht der Jacki dahin. Wozu? Der Jacki ist fort.
Gut, der Yaki ist fort. Können wir hier auch wieder rausgehen? Und gehen mal nach draußen. Hm? Was? Wo? Wer? Ja, ja. Hallo nochmal. Du schon wieder. Was willst du? Siehst du? Wieso? Was los? Mir wurde eine Passwabe, ja. Wenn ich hörst. Bis später. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Nee, schlafen, Idiot. Ich mag den nicht. So, Yakis. Wie sieht's aus? Seid ihr jetzt da endlich mal vorn? Ja, sind ja, seid ihr jetzt zu fünft. Wir schauen mal ganz vor, ob wir sie da finden. Zack. Und dann nehmen wir hier nochmal weg. Sind sie vorn? Ne, sind sie nicht. Ach, scheiße, Mann. Ja, wie kriegen wir die jetzt davor? Gute Frage, nächste Frage. Ah ja, gehen wir erstmal hier hoch ein bisschen. Ach, so kann man schneller gehen, okay. Doppelklick, gut. Gut zu wissen. So, vier Yakis sind hier. Jetzt müssen wir nur noch den Yaki irgendwie vorkriegen. Nein. Maus im Fass. Maus im Fass. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Pah. Jetzt ist hier noch eins und blöder Yaki. Wie kriegt man die Viere jetzt los? Dass sie loslaufen. Das wäre eigentlich schön. Mularei sagte etwas von 5 Yakis. Wo ist nur der letzte? Ja, das ist der hier. Aber Spot. Können wir Spot in das Fass stecken? Kannst du aufpassen, dass der Yaki nicht im Fass auftaucht? Nein, war klar. Klar kann der aufpassen. Hier, komm, fett machen und nein damit. Ja, ja, das war ja fast ein bisschen zu einfach. Pure Zeitverschwendung. Jetzt ist er da hinten, okay? Bringt das was? Der geht aber wieder hervor. Pah. Maus? Lieber nicht. Der kommt jetzt da drüben wieder raus. Sehr schön. Und weiter? Ernsthaft. Also, ernsthaft? Also, er wirklich jetzt? Da macht den Wegweiser einfach um. Ich war blöde. Das klappt sogar. Heute läuft's ja richtig gut, muss ich mal sagen. Da waren ja die ersten Rätsel wirklich schwer dagegen. So, jetzt läuft er. Schön. Gefällt mir. Zack. Da gehen wir jetzt nochmal in den Wald schauen. Das sind 5 Yakis. Hey. Ich will
Esel nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, müsste sie... Aber wie? Ich habe alle 5 Yakis gefunden. Aber wie bekomme ich sie nur dazu, Kalida zu wecken? Was sagt dem Mulachai noch gleich? Wenn sie mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Himmel, ist das alles kompliziert. Sie hier zum Singen zu bringen würde, man hat irgendwie, aber wie? Sie hier zum Singen, man hat irgendwie, ja. Wie? Spotty, Spot, Spot. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Was bist du? Anderen 5 zusammenbringen. Ganz schön dunkel dort, mal abgesehen von den leuchtenden Augen gefräßiger Raubtiere. Mit den anderen 5 zusammenbringen. Los, wo sind die anderen 5? Mulachai. Hallo, mein Freund. Wie war das noch gleich mit den Yakis? Es gibt genau 5. Sobald sie im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Aber welche anderen 5? Wir haben doch zur Zeit noch die gesehen. Für das Bett eines Eremiten sieht es ganz schön bequem aus. Können wir darum. Bist du müde, kleiner Mann? Nicht wirklich. Ich leide unter massiven Schlafstörungen. Warum machst du dich dann an meinem Bett zu schaffen? Schon gut. Dann halt nicht. Können wir die Gläser mitnehmen? Kann ich mir eines von deinen Gläsern mitnehmen? Das geht leider nicht. Gut. Ich würde gern nochmal. Ja, was würde ich denn gern nochmal? Wir gehen nochmal in die Schmiede. Na komm. Jupp. Jetzt bin ich rausgetappt auszusehen. So, wir sind jetzt hier. Da haben wir die Presse. Das ist eine Perlenpresse. Ich glaube, damit werden Perlen gepresst. Nur so eine Vermutung. Können wir den dicken Spot da wieder reinlegen? Die Idee hat was. Aber so ist er zu dick, um über das Loch zu hüpfen. Was? Was? Los, Spot. Alle. Hopp. Was? Was? Nein. Neue Form für Spot. Was zum... Was ist? Spot! Oh, was habe ich getan? Alana, die 5 für Spot-Form. Ja? Spring! Ich kann da nicht ohne Hilfsmittel runterklettern. Ich brech mir doch alle Knochen. Was willst du jetzt wieder für Hilfsmittel haben, Mann? Anzeige. Rad. Spot! Nein! Ihr nehmt mal die Leiter von oben wieder mit, oder? Können wir dann runterklettern? Nehmt die mal mit. Geht das wieder oder geht das noch? Das wäre halt jetzt die Frage. Weil da könnte man direkt runter, das wäre gut. Man muss das immer 2-mal anklicken. Gut, das klappt. Super. So, dann tun wir hier die Leiter mal in diese Luke reinstellen. Und dann gehen wir mal nach unten. Ach, hi, Spot. Freund. Bando. Ventilatoren, Ofen. Bando.
Ich störe ihn lieber nicht weiter. Er hat meinetwegen heute schon genug Ärger bekommen. Gut, da haben wir jetzt Spot geholt. Und würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hoch. Zack. Dam, ta, da, ta, da, ta, da. So, dadurch, dahinter, daher. Spotty, Spot, Spot. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Cool. Na, dann kann es ja losgehen. Gut, sehr schön. Ich stelle sich super auf, klasse. So, na gut, da gehen wir noch runter. Schön, wie die alle hinterherlaufen, finde ich klasse. Ach ja, so. Aber, was wir dann mit diesen Yakis machen, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Und bis dahin, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.